Stefan, ich weiß nicht, ob du weißt, wo du hier eigentlich heute bist. Wir sind in Bayern und du kommst ohne Tracht. Ich dachte, ich hole mir die eine oder andere Tracht gleich heute hier von dir ab, liebe Corinna. Ich meine, du bist ja hier ordentlich gewandet. Angekündigt war rot-grün, aber jetzt ganz in rot mit einem dezenten Ausschnitt unter dem Kinn. Schick. Ja, der Hintergrund der ganzen Sache ist immer, ich sage immer, lieber rot als Kleidung am Körper als rot in der Regierung. Ja, so. Oder auf dem Bundestagsvizepräsidentenstuhl. Ach, rot. Claudia. Ja, okay. Ja, ja. Wir haben uns überlegt, bei der Beratschlagung unseres kleinen Bühnenprogramms, unter welches Motto wir eigentlich so unsere 22. Folge stellen und haben überlegt, wir standen ja bis letzten Sonntag einen Schritt vom Abgrund, dann kam die Wahl in Hamburg, dann standen wir im Abgrund. 70% linke Abgeordnete in der Hamburger Bürgerschaft. Und deswegen haben wir gesagt, auch nach den Reaktionen auf unser Wahlmanöver in Thüringen, wie sollten wir das heute nennen? Ich würde sagen, Deutschland auf links gedreht. Oder wie man mit Inkompetenz erfolgreich Politik macht. Gut. Ich hatte bevorzugt das Motto, Dummheit war noch nie so mächtig, greifbar und bunt. Aber das unterscheidet sich ja nicht wesentlich. Ich muss zunächst mal sagen, es ist natürlich jetzt nicht einfach, so eine Aschermittwochsrede vorzubereiten. Normalerweise war der Aschermittwoch immer dafür gedacht, so richtig politisch und auch mental und auch mal so ein bisschen schlüpfrig die Sau rauszulassen. Wer denkt da nicht an legendäre Franz Josef Strauß-Reden, der Stefan Protschka hat schon die eine oder andere genannt. Das ist natürlich vorbei, liebe Freunde. Meinungsfreiheit in Deutschland ist nur noch eine hohle Phrase. So eine Aschermittwochsrede wird zum Ritt auf der Rasierklinge. Ich glaube, die Presse ist auch nicht da, weil sie jetzt besonders objektiv über uns berichten will, sondern die erwarten einen Skandal, Corinna, von uns. Sexismus, Rassismus, irgendwelche Sachen werden wahrscheinlich erwartet. Wir werden sie aber enttäuschen. Ja? Da muss man mal irgendwie so vorbei. Dann haben wir die Antifa. Die erwartet zwar nichts, weil die kapiert ja nichts. Die prügeln und grölen und wollen, ich weiß nicht, wem das schon mal aufgefallen ist, sie wollen immer irgendwie fucken. Da ist irgendwas schiefgelaufen in der Entwicklung der Antifa. Ich meine, dieses FCK, ich dachte immer, das wäre Kaiserslautern, aber das heißt tatsächlich ein Verb ohne U. Und sie denken immer nur an Sex, wenn sie über die AfD reden. Ich verstehe das gar nicht. Also ich finde das ziemlich anmaßend, muss ich sagen. Sogar in meinem Alter finde ich das nicht mehr angemessen. Schließlich Antifa, die warten darauf, dass hier irgendwas passiert. Und dann natürlich der Staatsanwalt. Wir wissen, alles und jeder von der AfD wird heutzutage angezeigt wegen alles und jedem und jeder Veranstaltung. Und ich habe gestern das Strafgesetzbuch mal durchgeschaut, da müssen wir jetzt auch noch durch. Ich habe gefunden die Paragraphen 80a bis 82 Strafgesetzbuch, 90 bis 91, 100a bis 104, 111 Strafgesetzbuch, 130 Strafgesetzbuch, 166 Strafgesetzbuch, 185 fortfolgende Strafgesetzbuch. Da müssen wir heute durch, aber ich glaube, wir schaffen das. Ja, genau. Wir müssen langsam zum Programm kommen. Das war jetzt ein Vorwort, was ich mir dachte, herauszunehmen. Und dann müssen wir natürlich noch damit aufräumen, das ist jetzt hier nicht die Quotenfrau an meiner Seite. Und ich mache das ja auch nicht freiwillig. Die Corinna hat gesagt, wir müssen das zusammen machen, Stefan. Und wenn man die Corinna das sagt, dann muss man dem natürlich folgen. Deshalb stehe ich hier gerne. Vielen Dank für die Einladung, Corinna. Darf ich noch zu Beute Bayern sagen, weil der Stefan Protschka so drauf rumgeritten hat? Beute Thüringer. Ich war ja auch schon mal Beute Bayer. Lieber Stefan, wo bist du? Ist weg. Ich bin aus Nordrhein-Westfalen, 1990 geflüchtet, aus dem roten Nordrhein-Westfalen und wollte immer in das gelobte Land. Und das gelobte Land war für mich Bayern, liebe Freunde. Da bin ich dann hingekommen 1990 und war glücklich von 1990 bis 96 in Bayern. Aber inzwischen muss ich sagen, bin ich in Thüringen und das Land ist eigentlich noch gelobter inzwischen als euer Bayern. Aber ihr seid auf einem guten Weg, es wieder zum gelobten Land zu machen. Jetzt ist die Stimmung so ein bisschen runter. Rette mich, Corinna. Ich kenne das ja mit Stefan und den Redeanteilen, vor allen Dingen in meiner eigenen Sendung. Sie wissen, Prolog Stefan ist meistens länger als die ganze Sendung. Aber geschenkt. Steigen wir mal ein in unsere Bestandsaufnahme. Deutschland auf links gedreht, ein Themenfeld, was sich immer anbietet, ist die Bundeswehr. Meine Bestandsaufnahme. Brauchen wir gar nicht mehr zu sagen, alle lachen schon. Bundeswehr, Claudia Roth, Ralf Stegner. Nichts funktioniert,
Wir sind nicht wehrfähig. Ohne Wehrpflicht kaum taugliche Soldaten. T5 ist ja heutzutage gar kein Ausmusterungsgrund mehr, sondern Ausweis von grundsätzlicher Trainierbarkeit. Ja. Aber wir haben ja nicht mal taugliche Uniformen, bis auf die für Schwangere. Die brauchen wir auch ganz dringend. Genauso wie die Bundeswehr werdende Mütter auch immer stärker braucht. Schließlich muss der Grad der Buntheit relativ groß erfüllt sein. Aber wenn man das machen will, dann sollte man vielleicht konsequent einfach auch mal den ersten rosanen Panzer bringen. Ich hatte da sogar einen konkreten Vorschlag. Hey, ich habe Fachkompetenz. Witz kommt eigentlich noch. Also. Und wie wäre es, den teuren Schützenpanzer, den neuen Puma, umzulackieren? Dann können wir die nämlich für die Frauen hernehmen, nehmen wir also rosa Panzer und wir haben gar kein Platzproblem mehr. Ja? Hinten konnten ja nur die Männer bis 1,84 sitzen. Das Problem ist dann weg, Stefan. Genau, der Feind würde sich totlachen. Also wäre auch schon einiges dann an Erfolg erzielt. Zum Beispiel. Ich glaube, der Russe lacht sich tot, wenn so ein rosa Panzer auf den zukommt. Haben wir an die Kindersitze gedacht im Truppentransporter? Kennst du dich vielleicht besser aus? So, also müssen wir nochmal dran denken. So, das war jetzt deins oder jetzt komm ich? Dran, nach 1,84 bin ich dran. Liebe Freunde, Bundeswehr, hochmotivierte Soldaten, deshalb tut mir das immer so ein bisschen leid, das Thema. Wir haben hochmotivierte Soldaten, die im Ausland ihren Mann stehen, ihr Leben jeden Tag aufs Spiel setzen für uns, für unser Deutschland. Aber sie sind natürlich absolut stiefmütterlich behandelt. Wir haben Material, das schießt nicht. Wir haben Material, es fährt nicht. Wir haben Material, das fliegt nicht. Bis auf 10 Flugzeuge, habe ich gelesen, sollen funktionieren in Deutschland. Wir haben Material, das schwimmt nicht, bis auf die U-Boote. Die schwimmen zwar, aber die können wiederum nicht tauchen. Die Helikopter sind technisch flugbereit, können aber nicht abheben, weil die Betriebsanleitung fehlt. Das ist alles ganz traurig, was in Deutschland hier passiert und das hat irgendwas mit Frauen zu tun, oder? Ja, denn wir müssen natürlich auch mal ein bisschen die Schuldigen benennen. Wir erinnern uns da an so dieses eine Frauenduo, das zusammen bei den Feierlichkeiten zum offiziellen Stabwechsel mit militärischen Ehren durch peinliches Händchenhalten auffiel. Sie erinnern sich, die Hanni und Nanni aus dem Verteidigungsministerium, Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer. Und natürlich müssen wir uns da auch mal ein bisschen einzeln dran abarbeiten. Deswegen, Stefan, was sagst du denn zur Flinten-Uschi? Flinten-Uschi oder Ursel? Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Ich verwechsel das manchmal so ein bisschen. Flinten-Ursel hat sich ja locker mal flockig vom Acker gemacht, dann, nachdem sie die Bundeswehr in den Schlamm geritten hat, sage ich mal, hat sie sich locker vom Acker gemacht und hat sich ganz demokratisch küren lassen zur, was ist denn geworden, EU-Kommissionspräsidentin, ne? Sowas, ja. Nicht kandidiert. Typisch, wurde aber gewählt, ganz demokratisch, da wurde bisher auch nichts rückgängig gemacht, muss ich sagen. Ganz anders als in Thüringen, wo ja jemand gewählt wurde, der auch zur Wahl stand. Auf der anderen Seite hatten wir einen Kandidaten, das ist derjenige, der jetzt so oben wenig und unten viel. Ja, das sieht jetzt so also auf dem Kopf. Das sieht aus wie Martin Schulz jetzt, der hat sich nicht zu seinem Vorteil verändert. Ja? Also der Manni. Ja. Der Manni, der Weber-Manni, ne? Weber-Manni stand zur Wahl, hatte eigentlich auch relativ viele Stimmen auf sich vereinigt, aber das wurde dann offenbar rückgängig gemacht aus dem Kanzleramt, das wollte man dann nicht so ernst nehmen und hat gesagt, komm, nehmt die Flinten-Ursel. Bundeswehr, der Untersuchungsausschuss ist kritisch, die entsorgen, oder nein, die lagern wir mal in zwischen, die lagern wir mal zwischen. Die lagern wir mal in Brüssel zwischen und schauen mal, was daraus wird. Flinten-Ursel, was macht sie in Brüssel jetzt wohl? Sie macht jetzt das Klima kaputt und Europa auch, oder was anderes kann sie ja nicht. Kommt noch deine Rechnung. Ja. Wie rechnet sie? Also, wir tippen mal, sie ist ja eine alte Kämpferin. Ja? Erst hat sie sich an der Bundeswehr abgearbeitet und sie fast besiegt, muss man sagen. Ja? Und jetzt ist das Klima dran. Ja? Wir tippen mal, wenn wir mal so ein bisschen rechnen, auf 50% Ausgaben für Berater, 50% für Freunde. Und dann nochmal 50% für klimaschädliche Maßnahmen. Macht glatte 150%. Nein, ich habe mich nicht verrechnet. Die rechnet wirklich so. Ja. Ja? Das also heißt natürlich, der nächste Untersuchungsausschuss wird dann auf Kommissions-, auf EU-Ebene dann nicht lange auf sich warten lassen. Genau, aber musst du fleißig aber mit ihrer Handy-Sachen was da ist löschen. Mit der anderen? Hanni und Nanni. Also wir haben noch jemand AKK. AKK, da gibt es ja die ganz schönen Abkürzungen. Ne? Was sagst du immer? Angelas kleiner Klon. Ja. Annegret Kann-Kanzler, das ist natürlich jetzt Geschichte. Ja, die Dame aus dem Saarland, ich weiß gar nicht,
Ich meine, sie hatte auch einen ziemlich charismatischen Nachfolger da im Saarland. Das muss man ja auch mal sagen. Den Ministerpräsidenten, weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Aber so aus dem Saarland, es gibt da wirklich Ministerpräsidenten. In Thüringen übrigens auch. Aber nur den. Also, aus dem Saarland kam sie irgendwie so, die war nur bekannt aus irgendwelchen noch missglückteren Karnevalsauftritten, wie jetzt wir hier beide hinlegen. Und damit wurde sie irgendwie dann wie auch immer nach Berlin gespült. Und dann hat sie gesagt, auf keinen Fall ins Kabinett Merkel. Das war also so ein Dogma für AKK. Und was passierte dann? Tja, da war sie da halt doch, ne? Ja, dann trat sie doch ins Kabinett Merkel ein und hat also den Vernichtungszug, was unsere Bundeswehr angeht, fortgesetzt und setzt ihn noch fort. Ja, die Tradition, die steht ja in Tradition. Wir haben viele, ist das mal aufgefallen? Wir haben viele hochrangige Politiker aus dem kleinen Saarland. Da fällt uns ein Heiko Maas. Also ich hätte zunächst an Erich Honecker gedacht. An Erich Honecker, ja, daran habe ich auch gedacht. Wir wollen historisch korrekt vorgehen. Erich Honecker, das ist schon mal richtig. Also AKK haben wir auch, auch Saarland. Wer war von euch schon mal im Saarland? Oh. Ja. Ist überschaubar, oder? Das ist so ganz links außen in Deutschland, kurz vor Frankreich. Also wir haben den Honecker, wir haben Charismatiker wie Heiko Maas. Ja? Wenn man Heiko Maas, nimmst du mir jetzt nicht übel, aber wenn man Heiko Maas sieht, dann weiß man, warum im Wort Minister Mini drinsteckt. Oder? Ich habe mal gesagt, zu groß, zu klein für jeden Anzug und zu klein für jedes politische Amt. Das ist Heiko Maas. Sein Gegenpol, zumindest was den Anzug angeht, ist ein anderer Saarländer. Ich glaube, du meinst Herrn Altmaier. Genau. Da sieht das mit dem Anzug ganz anders aus, sage ich mal. Der sitzt ja immer wie reingepresst. Oder? Stefan, wir wollten aufpassen, was du sagst. Ach so, distanziere ich mich davon. Ja. Sonst wirst du mit irgendwas in Verbindung gebracht, mit dem du nicht in Verbindung gebracht werden willst. Also was wir sagen wollen, ist eigentlich, dass das Saarland kennt kein Mensch, aber da kommen doch sehr viele führende Politiker her. Und zwar aller Couleur und auch aller Ausmaße. Aber wer wird eigentlich der nächste Werbeauftragte? Da gab es doch eine Ankündigung. Ich glaube, jetzt wird alles gut. Jetzt hat man ja öfter mal Werbeauftragte gehabt, die gar nicht bei der Bundeswehr waren. Und jetzt am Horizont zeichnet sich ein Oberst der Reserve ab. Wow. Das kann eigentlich nur gut werden, oder? Du, Gerold Orten. Ja. Oder Lukas natürlich, der ist aber heute nicht hier. Das nimmt auch kein gutes Ende, denn dieser Oberst der Reserve soll tatsächlich Johannes Hass macht hässlich Kahrs sein. Der hat sich doch in den letzten Haushaltsverhandlungen, also er hat als Haushaltsexperte dem Werbeauftragten vier Stellen mehr zugeschanzt. Alle haben sich schon gewundert, der Werbeauftragte wollte diese Stellen überhaupt nicht, hatte gar nichts dazu gesagt und jeder meint schon, Kahrs schafft sich so ein Absprungbrett in die Verwaltung. Ich halte das, wenn ich mir den so anschaue und so seine Vita mir vor Augen führe, für durchaus glaubwürdig. Ja, also wir müssen sagen, ich habe ja echt gedacht, da kommt ein designierter ehemaliger Offizier, ein Offizier aus Verdienst, ein Oberst. Wir wissen alle, Helmut Schmidt war ja nur Leutnant, da kann man ja was erwarten. Und da kommt Johannes Kahrs. Stichwort, Hass macht hässlich, schauen Sie mal in den Spiegel. Genau das hat er uns gesagt und wir haben uns gefragt, ja, haben wir Sie auch? Aber es ist nicht aufzuhalten, der Mann mit dem Nazi-Tourette, der Mann, der noch schlechtere Laune hat als sein Parteikollege Ralle Stegner. Das wird was heißen, ne? Der darf sich auf die Truppe freuen. Übrigens, Johannes Kahrs steht noch im Zusammenhang mit was ganz anderem. Vielleicht haben Sie die Zeitung gelesen, Cum-Ex-Skandal. Warum das in Hamburg niemand im Hinterkopf hatte bei der Wahl am Sonntag, da verzichtet mal eben die Hamburger Finanzbehörde auf 50 Millionen Euro von der Warburg Bank. Und hinterher kommt dann raus, ach so, es gab dann aber zwischenzeitlich auch ein paar Spenden an die SPD in Hamburg. Aber interessiert niemanden. Deswegen. Ich habe mal gelesen, ein SPDler hat sich über Johannes Kahrs, soll sich geäußert haben, da wo die Kacke am Dampfen ist, ist Johannes Kahrs nicht fern. Hat irgendjemand mal gesagt, mache ich mir natürlich nicht zu eigen, aber ich glaube, da ist was dran. Wir denken auch an seinen Schlampentweet immer ganz wieder gerne zurück und so. Ne? Also schon eine gestandene Persönlichkeit und Gerold, Entschuldigung, offenbar auch ein Oberst der Reserve. Aber das kann der Bundeswehr, kann auch was schief gehen manchmal. Ja, gut. Übrigens zu Hamburg noch. Jetzt wissen wir wenigstens, wo die Leute wohnen, die die SPD wirklich über die 5%-Schwelle halten bundesweit. Alle in Hamburg. Da scheint ein Netz zu sein. SPD,
SPD, für uns immer noch die Abkürzung für schlechteste Partei Deutschlands. Manche sagen auch Scharia-Partei Deutschlands, finde ich auch sehr nett. Und aktuell schrumpfendste Partei Deutschlands. Das passt, glaube ich, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, deswegen ist es an der Zeit, sich mit den Spezialdemokraten und den Protagonisten, die dann noch auf der großen Bühne so rumturnen, ein Stück weit auseinanderzusetzen. Die haben doch, Stefan, jetzt so Politikerpärchen ausgerufen. Die haben doch damit angefangen. Das haben die uns nachgemacht, glaube ich, ne? Ach so, wie, okay. Männchen, Weibchen, also Herzbube und Herzdame, irgendwie sowas in diese Richtung. Wer hat damit angefangen? Olaf Scholz, den kennt der eine oder andere vielleicht noch. Unser Finanzminister hatte eine Dame gesucht im Parteivorsitz und hatte gefunden, ich habe den Namen hier, Klara Geiwitz. Er hat eine Frau gefunden. Mhm. Was passierte dann? Dann hat ein anderer gesucht, abgekürzt sage ich immer Nova Bo, Norbert Walter Borjans. Er hat eine Frau gesucht und er fand Saskia Esken. Ja? So, aber ich finde die ganz toll. Ich finde die ganz toll. Die ist immer so unheimlich begeistert von sich selbst. Und das in voller Bescheidenheit. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn es ein Ausweis politischer Begabung ist, immer genau zu den Themen zu sprechen, von denen man gar keine Ahnung hat, dann ist die Frau wirklich hochbegabt. Ja. Tolle Frau. Tolle Frau. Moment. So wusste sie zum Beispiel an Silvester, dass die Polizei die Linken in Leipzig-Konnewitz, ihr wisst, Leipzig-Konnewitz, das heißt doch Mainz, das singt und lacht, Leipzig-Konnewitz, das brennt und kracht. Ja, das ist die Antifa, die da haust. Und die hat sich natürlich gleich dazu verstiegen, zu sagen, die Polizei hat provoziert. Und sie wusste natürlich auch, sich zu Wort zu melden und Tom Buro dafür zu tadeln, dass er im GEZ-GAU, Umweltsaugate, davon reden wir, dass er sich doch mal lieber vor seine Mitarbeiter stellen sollte, als sich öffentlich für diese groteske Fehlleistung zu entschuldigen. Außerdem hat die Frau, die sich übrigens ständig mit irgendetwas zu Wort meldet, Steuersenkungen zuletzt für gefährlich oder als gefährlich eingestuft. Und deswegen hat man sie im Internet jetzt auf die Schippe genommen. Ich weiß nicht, ob es einige gesehen haben, bei Facebook, man kann gucken, es gibt jetzt Hashtag Esken-Filme. Aufgrund ihrer zahllosen Entgleisungen. Man hat also bekannte Kinofilme umgetextet und so reden wir jetzt von Steuerzangenbowle. Das Geben der anderen. Und enteigne mich an einem anderen Tag. Aber es gibt ja auch Beschwerden über Saskia Esken, vielleicht hast du es mitbekommen. Und ihre Freundin und Parteigenossin Klara Geiwitz, die du vorhin schon erwähnt hast, sagt ja, das ist unfair, die Frau Esken kriegt nur so viel Schelte, weil sie eine Frau ist. Ja. Ist das denn erwiesen? Stefan, pass mal auf. Wir sind die AfD. Ich darf hier ohne Frauenquote vorne mitmachen und du auch. Das denkst du. Aber wir hatten uns so ein bisschen von den Pärchen entfernt. Wir hatten doch Olaf Scholz und Klara Geiwitz. Da haben wir gesagt, guck mal, der Scholz hat eine Frau gefunden. Dann hatten wir Norbert Walter Borjans und haben gesagt, gut, der hat immerhin die Saskia Esken gefunden. Und dann machen die CDUler machen ja jetzt mit, die suchen ja auch Pärchen. Ne? Röttgen ist auf der Suche, habe ich gelesen. Merz hat auch gesagt, die nächste Person an meiner Seite soll eine Frau sein. Und Laschet wurde schon fündig, er hat seinen Spahn. Ne? Ja. Habe ich so gesehen, im Fernsehen. Ja, zwei Herzbuben. Glückwunsch an dieser Stelle. Wir wünschen eine lange und innige Verbindung. Den beiden jetzt speziell oder allen? Das kannst du dir aussuchen. Gut, ich suche. Stefan, wir kommen zu einem weiteren Punkt. Wir sind jetzt bei der Bundeswehr durch, haben uns gemerkt, so ein bisschen an der SPD abgearbeitet. Da gibt es noch mehr Leute, an denen man sich abarbeiten kann und auch an den Themen. Und eines ist Steuern und Finanzierung. Also SPD hören wir jetzt auf, kein Lauterbach mehr? Nein, da kommt noch. Hast du noch einen? Nee, oder Schäbli kommt auch mal ganz gut. Ja, die kommt noch. Da habe ich auch gleich was von. Du hast das Skript nicht zu Ende gelesen. Ja, aber Schäbli. Also eigentlich normalerweise ja, reicht Schäbli. Das, dass die Leute auf den Tischen tanzen. Ich distanziere mich davon, was Broda über sie geschrieben hat. Das wollte ich nur mal zum Besten geben. Broda, kennen wir alle, nicht meine Worte. Ich zitiere es nur und mache es auch gleich danach wieder rückgängig. Frau Schäbli,
mit dem Intelligenzquotienten einer Birkenstock-Sandale, gepaart mit dem Charme einer handbetriebenen Kaffeemühle. Ich weiß nicht, was sich Herr Broder dabei gedacht hat. Ich mache es mir nicht zu eigen. Ich wollte es nicht ungesagt lassen. Stefan. Er ist echt nichts zu blöd, ne? Der Broder ist sogar nicht schlecht. Ich habe von dir geredet, nicht vom Broder. Aber wir waren beim Thema Steuer und Finanzierung. Genau. Und dann müssen wir das Schöne zuerst. Es gibt mehr Geld für den Staat. Die CO2-Steuer ist da und wir können uns das ja leisten, in diesem wunderschönen Land, in dem wir so gut und gerne leben. Uns geht es so gut wie nie zuvor und das Schöne ist, wir haben ja auch noch Überschüsse im Staat erwirtschaftet. Ja, das ist mein Stichwort. Ne? Da gehe ich immer an die Decke, wenn ich höre, der Staat hat Überschüsse erwirtschaftet. Nein, der Staat erwirtschaftet gar nichts. Wir alle erwirtschaften jeden Tag und der Staat nimmt uns weg. Und wenn der Staat am Ende einer Abrechnungsperiode zu viel Geld in der Kasse hat, dann hat er es verdammt nochmal zurückzugeben an diejenigen, die zu viel gezahlt werden. Der Staat erwirtschaftet keine Überschüsse, genauso wenig wie der Bankräuber einen Überschuss erwirtschaftet dadurch, dass er Geld klaut und in der Tüte voll Geld aus der Bank rausrennt. Der hat auch in seiner Tüte natürlich einen Überschuss, aber das gehört ihm noch lange nicht. Sehr geehrte Freunde der freien Meinung, liebe Freunde und überaus mutige Mitstreiter der Alternative für Deutschland, hinter uns liegt Hamburg, vor uns liegt ganz Deutschland. Wir dürfen sagen, Glück auf. Die bei Hamburg schnell raus trompetete Lüge, wir seien raus unter 5%, war kurzlebig. Lügen haben kurze Beine. Wie kurz bemisst sich seit neuestem nach ARD und ZDF Sendeminuten? Gemäß der alten Wilhelm Busch-Weisheit, das nicht sein kann, was nicht sein darf, dass wir nämlich drin wären, Jubel, Jubel, wurde bewusst fehlinformiert. Diese mit Klauen, ich danke dir, und Zähnen festgehaltene Wunschinformation wurde zur kurzbeinigen Lüge besonders schäbig, weil sie auch noch aufrechterhalten und gesendet wurde, während die Bürger im Netz sich schon über das Statistische Wahlamt Hamburg über die Wahrheit längst informieren konnten, dass die AfD drin ist, also aus der Traum der Antidemokraten vom Abgang der einzelnen Oppositionspartei. Die AfD ist hier, um zu bleiben. Die AfD ist also drin. Dazu passend erhalte ich hier eine Eilmeldung aus dem Kanzleramt. Die Kanzlerin lässt mitteilen, sollten sich diese unverzeihlichen Tendenzen bestätigen, müsse das Wahlergebnis unverzüglich rückgängig gemacht werden. Und angeblich tönt Herr Lindner, dass ich jetzt mit FDP raus und AfD rein die Prognose voll umdrehe, das sei wieder so wie in Erfurt einer dieser politischen Taschenspielertricks der AfD, meine Damen und Herren. Unerhört. Aber, liebe Freunde, wir müssen auch ein paar ernstere Töne anschlagen dieser Tage. Es hat ein furchtbares Ereignis gegeben in Hanau. Das Ereignis in sich spottet jeder Beschreibung in seiner Schrecklichkeit. Wir müssen aber auch darüber reden, wie darüber geredet wurde. Es ist ja so, wenn ein Kind von einem Schutzsuchenden vor einen ICE gestoßen und getötet wird, ein Mädchen von einem Asylbewerber vergewaltigt und ermordet wird, da hört man stets nur, wir dürfen die Tat nicht verallgemeinern, wir dürfen die Tat nicht instrumentalisieren. Am Ende war es dann ein psychisch labiler, traumatisierter Täter oder bloß eine Beziehungstat. Wenn aber, wie in Hanau, ein psychisch schwer gestörter Täter, der nach jahrelangem Verfolgungswahn Amok läuft, dann fahren gewisse deutsche Politiker ihre Hetze gegen vermeintliche Verantwortliche in Rekordzeit hoch. Und das, obwohl die Tatsache, dass dieser Irre auf freiem Fuß war und Waffen besaß, das ist doch das eigentliche Staatsversagen. Der hatte sich beim Generalbundesanwalt gemeldet mit seinem Irrsinn. Da prüfe ich doch, was das für einer ist. Er war ein gefährlicher Psychopath, hat seinen Tötungsdrang, seine Wahnfantasien versucht zu rationalisieren mit widerlichen rechtsextremistischen, rassistischen Parolen. Aber das war ein wirklich Geisteskranker, der sich seit Kindesbeinen von Geheimdiensten in seinem Kopf verfolgt fühlte
und der wollte laut seinem Manifest seinen Paranoia ausleben durch Auslöschung von 20 Völkern und danach noch per Zeitmaschine wollte er an den frühen Planeten Erde fliegen und alles Leben auslöschen. Für unsere politischen Gegner ist klar, das sind Originalzitate aus dem AfD-Parteiprogramm, natürlich. Und diese widerliche Verleumdung, liebe Freunde, wir trauern um die Opfer. Wir wollen sie nicht missbraucht sehen politisch. Und ich sage, dieser Amoklauf der Lüge, der im Nachhinein auch noch stattgefunden hat, das ist hier die größte Bedrohung für Deutschland und seine Demokratie. Denn die Art des Warnthemas wird natürlich beeinflusst durch die beherrschenden gesellschaftspolitischen Themen. Früher ging es um die CIA im Kalten Krieg, KGB, die Stasi. Ein Arzt berichtet, dass ein schizophrener Patient sich mal vom KGB kontrolliert und verfolgt fühlte, sodass er schließlich seinen Dackel für einen geschickt verkleideten KGB-Spitzel hielt. Das kostete diesen Dackel leider das Leben. Allerdings hält jetzt niemand den Mann für einen Tierquäler und ich kann Ihnen sagen, es ist auch nicht die sowjetische Regierung im Nachhinein für diese Tat verantwortlich gemacht worden. Deshalb, diejenigen, die bei jedem islamistischen Anschlag zur Besonnenheit aufrufen und das Mantra des psychisch verwirrten Einzeltäters runterbeten, die wären hier auf den Plan gerufen, wo wirklich mal ein isolierter Irrer um sich ballert und ein paranoides Weltbild mit rassistischem Einschlag auslebt. So ist jeder Versuch, scharf zurückzuweisen, eine parlamentarisch agierende Partei, die um demokratische Mehrheiten ringt, die den Bürger überzeugen will, von einem besseren politischen Weg irgendwie in Verbindung zu bringen mit einem Psycho, der mit unsichtbaren Menschen spricht, laut seinem Pamphlet und mit einer Zeitmaschine das Entstehen der Menschheit verhindern will. Das heißt, Hanau zeigt, wir müssen auch die linke Deutungshoheit brechen. Wir müssen die Verleumdungskampagne der Altparteien und ihrer medialen Clique entschieden als solche entlarven. Es grassiert nämlich inzwischen eine gefährliche Epidemie, meine Damen und Herren. Es müssen vielleicht einzelne Sendeanstalten, sollten abgeriegelt werden. Überall schießen nämlich Rechtsextremismus-Experten aus dem Boden. Das muss eine ansteckende Krankheit sein unter arbeitslosen Politologen. Und deshalb warne ich davor, dass deren Ausbreitung immer weiter proliferiert. Der Lübcke-Mörder, schlimm, eine schlimme Tat. Er war aber schon Anfang der 90er als Neonazi auffällig, als ein Alexander Gauland noch CDU-Politiker war. Der Täter in Halle hat sich im englischsprachigen Internet, was er auch adressiert, radikalisiert. Auch die Tat von Hanau ist nicht Ergebnis der politischen Diskussion der letzten Jahre, eben vielmehr das Ergebnis von einem, der seit langem in paranoiden Wahnvorstellungen lebt, die gesamte Menschheit ausrotten wollte, auch das deutsche Volk, der mal bei einem Banküberfall, den hat er miterlebt, da war er Angestellter, dann wurden ihm im Nachhinein ausländische Täterprofile mögliche gezeigt. Seitdem hatte der Typ einen Knacks weg, das ist viele, viele, viele Jahre her. Das sind, Saut, laut seinem Pamphlet, das inzwischen nicht mehr im Internet erreichbar ist und die Leute, die es versenden wollen, werden gesperrt. Die Leute wollen nicht, dass die Bürger die Wahrheit lesen. Das ist der Hintergrund seiner Radikalisierung. Keiner von diesen Tätern hat irgendwo einen parlamentarisch-diskursiven Zugang, wie wir ihn pflegen, in Erwägung gezogen. Dennoch sollen die AfD plötzlich verantwortlich sein. Das ist scheußlich, das ist eine schamlose, argumentative Leichenfledderei der Altparteienhetzer von maximaler Obszönität. Pfui, meine Damen und Herren! Und was machen stattdessen die staatlichen Ordnungskräfte hier in Bayern? Der Verfassungsgerichtshof hat die 2016 in Bayern eingeführte das Integrationsgesetz für verfassungswidrig erklärt. Die vorgesehene Verpflichtung, dort eine Leitkultur zu vermitteln, sie verletze die Rundfunkfreiheit. Und ebenso sei ein verpflichtender Grundkurs über die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
für Migranten, die diese Ordnung ablehnten, ein unzulässiger Eingriff in die Meinungsfreiheit. Was für ein Wahnsinn, meine Damen und Herren. Und ebenfalls schauen wir nach München, was man bisher von der Führerscheinprüfung kannte, dass Ausländer sich gegen Bezahlung für andere ausgeben, um dann für die die Fahrprüfung zu machen. Das funktioniert auch jetzt bei der Deutschprüfung für Migranten. In München gibt es also eine vierköpfige Deutschtest-Betrügerbande, die für 5.000 Euro mit gefälschten Ausweisen für Migranten den Deutschtest ablegt. Allerdings gab es ein unerwartetes Problem. Die Betrüger konnten selbst nicht richtig Deutsch. Sie fielen regelmäßig durch. Ich weiß nicht, ob man dann sein Geld zurückbekommt. Allerdings kommt der Fall dadurch wenigstens rechtlich, lieber Stefan, wenigstens wieder in Ordnung. Denn der Anwalt argumentierte, da mein Mandant bei der Prüfung durchfiel, kann von professionellen Bandenstrukturen nicht die Rede gewesen sein. Wer könnte sich dieser zwingenden Logik entziehen? Aber meine Damen und Herren, es wurde schon gesagt, ich komme aus Berlin, es war auch schon vom Fliegen die Rede. Wir in Berlin wollen ja dieses Jahr einen Flughafen eröffnen und die Flughafengesellschaft vom BER, die checkt jetzt nur noch die letzten Funktionsfähigkeiten. Damit da alles glatt geht, das ist eine wahre Meldung, wurden 20.000 Komparsen angeworben, die die Eincheckvorgänge mal checken sollen, ob da alles rund läuft. Ich vermute, dass es ein Geheimpapier gibt, das diese Verträge auch noch über den Eröffnungstermin im Oktober hinaus in dauerhafte Verträge umwandeln will, sodass fortlaufend der Anschein eines in Betrieb befindlichen Flughafens aufrechterhalten werden kann. Whatever it takes. Ich nehme doch mal an, es gibt dann auch Sonderzulagen für den in letzter Sekunde an den Schalter rennenden Passagier, wie ich nachher, für den Passagier mit Herzproblemen, für die ausländische Familie mit kleinen Kindern. Es ist an alles gedacht. Es wird absolut professionell aussehen. In Thüringen geht es jetzt um eine fanatische Ausgrenzung. Ich vermute, wir stehen kurz davor, dass im Abgeordnetenrestaurant extra Geschirr für die Abgeordneten der AfD gibt. Vielleicht auch eine extra Sitzbank nur für die AfD und andere nicht für AfDler. Kennen wir das nicht irgendwoher? Ja, so weit sind wir in diesem Land. Das ist es wohl, wohin der Weg führt. Ich hoffe doch, dass im Abgeordnetenrestaurant die Brandmauer schon eingezogen worden ist oder doch wenigstens prophylaktisch ein roter Kreidestrich warnend über den Boden gezogen wurde, damit man nicht in Nähe zu diesen verfemten Abgeordneten kommt. Und wie die Leute umgehen mit denen, die willig sind, noch Vernunft zu bewahren, zeigt der Fall vom Ostbeauftragten Hirte. Der hatte Kämmerich gratuliert und der musste twittern, ich zitiere, die Frau Bundeskanzlerin hat mir in einem Gespräch mitgeteilt, dass ich nicht mehr Beauftragter für die neuen Länder sein kann. Ihrer Anregung folgend habe ich daher um meine Entlassung gebeten. Diese CDU-typische Unterwürfigkeitsorgie, das ist aller, hat man mir mitgeteilt, dass ich nicht mehr Mitglied der Lebenden sein kann. Dieser Anregung folgend habe ich deshalb um ein Messer und einen kleinen Wandschirm gebeten, hinter dem ich das Nötige vollziehen kann. Meine Damen und Herren, Hirte ist gewiss Opfer, aber recht brav jedenfalls. So verinnerlicht man das in der Regenwurmpartei. Denn Sie wissen es ja, der Regenwurm ist das Wappentier der Union. Er besitzt kein Rückgrat. Er bewegt sich kriechend vorwärts, kriechend rückwärts, ist schleimig, zur Selbstverstümmelung fähig, schnürt bei Bedarf eine Reihe von Werteunionssegmenten ab, überlässt sie dem Räuber und flüchtet mit dem Restkörper. Das Totemtier der Union. Kubicki hatte es in einem lichten Moment, manchmal hat Kubicki wirklich lichte Momente klar beschrieben, statt einer Minderheitsregierung Ramelow einfach eine Minderheitsregierung Kämmerich. Alles andere bleibt gleich. Aber das war schon mehr Vernunft, als Schwarz-Gelb verkraften kann. Und ein Lindner ist seitdem auf Entschuldigungstournee, also auf Selbstverleugnungstournee. Er habe unterschätzt, dass die AfD so skrupellos ist, einen FDP-Kandidaten zu wählen. Das ist skrupellos, wenn man einen FDP-Mann wählt. Meine Damen und Herren, man könnte lachen, wenn es nicht so tragisch ist. Es wäre so einfach gewesen,
CDU und FDP hätten nur ein paar Wochen das mediale Sperrfeuer durchhalten müssen, um das Land endlich aus linksgrüner Geiselhaft zu befreien. Aber Regierung und Medien konnten diesen Befreiungsschlag nicht dulden. Dafür wird die FDP in Hamburg jetzt zu Recht abgestraft für ihren Wankelmut, für ihre Feigheit, ihre Halbherzigkeit, ihren Demokratieverrat. Pfui! Und genauso in der CDU. Gucken Sie uns die Fraktionsvizes in Thüringen und Sachsen-Anhalt an. Der thüringische CDU-Fraktionsvize Heim sagte zu Merkels Einmischung, Zitat, da habe ich mich an tiefste DDR-Zeiten erinnert gefühlt. Es sei eine demokratische Wahl gewesen, die nicht schlimm gewesen sei. Auch er wurde zum Rücktritt genötigt. Bestrafe einen, erziehe 100. So ist das in der diktatorischen CDU-Partei. Wie könnte eine Partei eigentlich noch besser ihre demokratieferne Gesinnung, ihren meinungsunterdrückenden Charakter bezeugen, als indem sie jeden rauswirft, der ihr gerade das vorwirft. Das passiert dort und deshalb sage ich, dieser Abnickverein hat fertig, den braucht niemand mehr. Und genauso der CDU-Fraktionsvize von Sachsen-Anhalt, Zimmer, der muss jetzt auch sein Amt im Landesvorstand ruhen lassen. Er hat an Unionspolitiker appelliert, doch bitte den Elfenbeinturm zu verlassen und mal mit der Basis zu reden. Er sagte, ich kann keine 25% Wähler vor den Kopf stoßen und sagen, mit euren Vertretern rede ich nicht. Jetzt gibt er sich zerknirscht und lässt mitteilen, die von mir getätigten Aussagen waren geeignet, dahingehend interpretiert zu werden, dass sie geltenden Beschlüssen der Partei widersprechen. Was er eigentlich sagen wollte, die von mir getätigten Aussagen waren geeignet, dahingehend interpretiert zu werden, dass es in der Union noch Realitätssinn gibt, dass es dort noch Basisnähe gibt und Meinungsfreiheit vorhanden ist. Aber leider ist das ein Irrtum. Und deshalb musste er deshalb auch über den Jordan ins tote Gleis der Partei. Das zeigt, gerade im Osten, wo schon viele erwacht sind, diese CDU braucht niemand mehr. Aber die Kanzlerin weiß in ihrer zur zweiten Natur gewordenen diktatorischen Anmaßung sofort, was sie sagt, wenn sie eine normale demokratische Wahl als unverzeihlich geißelt. Wohlgemerkt, Lindner und Kubicki fanden die Sache völlig okay, waren erst erfreut, während die Kanzlerin, wie es heißt, eine Äußerung verlauten ließ von mit leichtem Unbehagen in Südafrika. Ich gebe Ihnen den ursprünglichen Text, bevor er später redigiert wurde im Fernsehen wieder. Der ursprüngliche Text der Kanzlerin hieß, also wenn ich mich jetzt noch dafür entschuldigen soll, dass ich demokratische Wahlen rückgängig machen will, dann ist das nicht mehr meine DDR. Meine Damen und Herren, das war der Urtext. Ach ja, ich höre gerade, Angela Merkel ist gestürzt. Sie war kurzzeitig nicht ansprechbar. Als sie wieder erwachte und über die aktuelle Lage informiert wurde, meinte sie, die Grenzöffnung durch Günter Schabowski sei unverzeihlich und müsse umgehend rückgängig gemacht werden. Und, meine Damen und Herren, es ist auch so, wir im Bundestag sind ja besonders nah dran an den Geschehnissen und im Bundestag wird jetzt etwas gemacht, was die Zweiklassensicherheit in diesem Land verdeutlicht. Er soll nämlich zur Festung ausgebaut werden mit einem Aha-Graben. Das ist ein Burggraben, den man erst bemerkt, wenn man kurz davor steht. Sie laufen also voller Bewunderung für das Monument der Demokratie über den Reichstag rasen. Plötzlich sacken sie 2,5 Meter in die Tiefe und sagen sich, aha, hier war also ein Graben. Da kann man nur hoffen, dass dann auch endlich innerhalb der Zitadelle mal ein Aha-Erlebnis reift, dass effektiver Grenzschutz eben nötig ist und Migration kein Naturereignis ist, meine Damen und Herren. Dafür bräuchte man die Bundespolizei und an die Bundespolizei hat man gedacht. Zur Besetzung von über 2000 Planstellen hat die Bundespolizei ihre Anforderungen an Bewerber gesenkt. Statt Weitsprung und Liegestützen gibt es jetzt noch Pendellauf. Und als mit 12 Millionen Euro das alte Rathaus in Dresden zum Abschiebegefängnis für abgelehnte Asylbewerber umgebaut wurde, inklusive 3 Meter hohem Zaun, moderner Sicherheitstechnik, was machten da 2 Tunesier und eine Marokkaner während eines Hofgangs? Sie kletterten über den Zaun.
jetzt wird nach ihnen gefahndet. Merke, die Wachleute waren nicht schnell genug. Sie sind halt Pendel gelaufen statt hinterher. So sieht's aus in Deutschland. Und man bereitet uns auch schon auf die Folgen der Energiewende vor, nämlich Stromausfälle. Das Bundesamt für Katastrophenhilfe gibt jetzt ein Notfallkochbuch heraus. Für Zeiten ohne so einen technischen Tüdelkram wie funktionierenden Strom. Mit Rezepten für eine nahrhafte und schmackhafte Mahlzeit, die man ohne elektrische Küchengeräte und sowas wie Leitungswasser zubereiten kann. Vielleicht werden deshalb provisorisch schon afrikanische Fachkräfte hier eingebracht. Die kennen sich aus, womöglich im Kochen ohne Strom und Wasser. Ein Fall für interkulturelle Kompetenz. Macht man das schon? Hier entsteht womöglich eine neue Fachkräfte-Einwanderungssparte, speziell auf Leute zugeschnitten, die eben nahrhafte und schmackhafte Speisen ohne diese unnötigen CO2-verursachenden technischen Dinge wie Strom zubereiten können. Das ist ein gewisser Fortschritt. Und auch die Grünen machen Fortschritte. Sie entwickeln ein historisches Bewusstsein und sie fordern jetzt, habe ich gehört, eine umfassende Aufarbeitungskommission. Es soll nämlich geklärt werden, die Rolle der AfD bei der Machtergreifung 33, die Rolle der AfD bei den NSU-Morden 2000 bis 2011. Wir wurden ja 13 gegründet. Wir waren schon immer an allem schuld. Und das heißt jetzt auch, es dürfe keine Äquidistanz zu Linke bzw. AfD herrschen. Und wenn Sie mal im Bundestag sind, auf der Plenarebene, schauen Sie mal in den Fraktionssaal der Linken. Da hängt ein Plakat, riesengroß, mit einem Zitat des Ex-Vorsitzenden Biski. Wir stellen die Systemfrage. Die Linke will das System der BRD abschaffen. Die AfD will in Wirklichkeit den Grundsätzen dieses Systems endlich wieder uneingeschränkt Geltung verschaffen. Wir bewahren den Rechtsstaat. Und von wegen den Rechtsstaat verächtlich machen. Haben Sie von Ramelows Kloplan gehört, als er noch davon ausging, dass die CDU gegen ihn stimmte und sich nicht enthielt? Da sollte er gewählt werden, indem einfach 4 Abgeordnete zur Toilette gehen. So war es durchdiskutiert. Das schreibt er selbst auf Facebook. Plan war, dass in der 3. Abstimmung 4 Unionspolitiker sich aufs Klo begeben. Ich vermute das sogenannte Rammelklo. Ja, der Stefan bestätigt mir das, ich sehe das gerade. Hast du diese Tradition auch im Bundestag eingeführt? Seid ihr so zusammengekommen? Okay, na gut, wir klären das später. Damit also Rammelklo auf jeden Fall gewählt wird und er selber habe das schon mehrfach praktiziert. Sehr beruhigend, Toilettengang statt Wahlgang. Die Demokratie wird bei der Linken anscheinend neuerdings auf der Toilette verteidigt. So wird Demokratie verächtlich gemacht, meine Damen und Herren, von der Linken. Aber in Thüringen sind die CDU-Abgeordnete ja nicht mehr dem Gewissen verpflichtet, sondern nur noch König Bodo I. Sie wollen jetzt durch Enthaltung ihn für ein Jahr zum Ministerpräsidenten machen. Dafür schenkt er der CDU ein Jahr Vergessen beim Wähler über die schmähliche Rückgratlosigkeit der Union. Die CDU- und FDP-Abgeordneten, die Kemmerich gewählt hatten, die wurden ja von ihrer Parteiführung mit dem politischen Tode bedroht. Der politische Tod ist der Parteiausschluss. Man stelle sich das vor, CDU-Abgeordnete, die plötzlich arbeiten müssten. Daraufhin haben die natürlich das zurückgezogen. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob gegen die Ramelow-Unterstützler ähnlich brachial vorgegangen wird. Ich bin gespannt, meine Damen und Herren. Und was das Thema Ausgrenzung angeht, wer die AfD-Abgeordneten zu Abgeordneten zweiter Klasse macht, der macht in Wahrheit ihre Wähler zu Wählern zweiter Klasse. Da wird unter der Hand ein Zweiklassenwahlrecht eingeführt. Das sind die Stimmen, die nicht gelten sollen in der Demokratie. Die sollen unwirksam sein. Das ist der Angriff auf die Demokratie in diesem Land. Das ist ein Putsch gegen den einzig legitimen Souverän, gegen das wählende deutsche Volk, meine Damen und Herren. Dagegen müssen wir uns verwahren. Die beschädigen die Demokratie, die der AfD seit 3 Jahren einen Bundestagsvizepräsidenten verweigern, die zu später Stunde im Bundestag Gesetzentwürfe verabschieden, während die Beschlussfähigkeit mangels Abgeordneten gar nicht mehr gegeben ist. Wollen wir das gemäß Geschäftsordnung überprüft sehen, behauptet eine Claudia Roth einfach dreist, es seien genug Abgeordnete da. Okay,
bei ihr ist man sich nicht ganz sicher, ob sie nicht meinte, richtig gezählt zu haben, dass die 90 Leute 355 waren. Und die AfD kann in Berlin seit Monaten keinen Parteitag durchführen, weil Linksextremisten die Räumlichkeiten abfackeln wollen. Wo sind denn da die Ritter der Demokratie? Wo ist die demokratische Fairness, wenn die AfD nicht zu Talksendungen eingeladen wird, während Baerbock und Habeck sich da förmlich untermieten können? Nein, meine Damen und Herren, wenn die Altparteien eine Brandmauer einziehen zwischen sich und der AfD, dann sitzen die Altparteien auf der Seite der Brandstifter zusammen in Erfurt mit der hofierten Mauermörderpartei. Nein, meine Damen und Herren, liebe Freunde, Nonkonformes gegen den Strom schwimmen und für seine Meinung einstehen, standhaft zu bleiben, sich nicht einschüchtern lassen, das sind die Charakterzüge, die einem höheren Idealismus entsprechen. Das war in den 30ern so und das ist auch heute noch so. Auch wenn man dafür sozial geächtet wird, ausgegrenzt wird, aus Kinos und Restaurants herausgeworfen wird, wenn den Kindern der Kita- und Schulplatz verweigert wird, der Arbeitsplatz in Gefahr gerät und Anschläge auf Wohnung, Auto, Leben drohen. Das auf sich zu nehmen und dem Druck nicht zu weichen, das braucht neben Mut einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der sich nicht einfach wegdrücken lässt, weil es bequemer ist, den Mund zu halten. Und diese Rückgratqualitäten, die einen uns alle, die wir heute hier erschienen sind, in der AfD. Die haben Angst vor uns nicht, weil wir die Demokratie gefährden, das glauben sie selbst nicht, sondern weil der frische Wind, den wir bringen, sie von ihren Posten zu wehen droht. Sie sehen ihre Fälle davon schwimmen, geraten in Panik. Wer hat denn unser Bildungssystem zerstört und Deutschland zum PISA-Loser gemacht? Wer hat den Gender-Nonsens zum familienfeindlichen Leitgedanken erhoben? Wer hat Milliarden an Steuergeldern für Bankenrettung und Transferunion veruntreut? Wer hat eine kopflose Energiewende losgetreten? Wer will jetzt unsere Diesel abschaffen? Wer hat die Grenzen geöffnet und zig islamistische Gefährder ins Land gelassen? Wer ist dafür verantwortlich, dass im Internet jetzt zensiert wird und die freie Meinungsäußerung unterdrückt wird? Nein, es ist ganz klar, warum diese Kampagnen gegen die AfD gefahren werden und man sogar darauf verzichtet, lieber ein ganzes Bundesland wie Thüringen zu regieren, wenn man nur die AfD wie Aussätzige ausgrenzen kann. Denn im Gegensatz zu den Altparteien haben wir für die drängenden Probleme des Landes die klaren, für den Bürger verständlichen Antworten. Das macht sie für die anderen Parteien, die AfD, so gefährlich. Da man ihr nicht argumentativ beikommen kann, werden wir überall als Nazis diffamiert. Kein Mittel ist dazu schäbig. Die Straßenschläger der Antifa werden von der Leine gelassen. Ich sage, den Altparteien geht es nur noch darum, ihre Pfründe vor unliebsamer Konkurrenz zu schützen. Das ist hier in diesem Staat los. Denn als die AfD in den Bundestag einzog, da war allenthalben zu hören, man werde uns jetzt argumentativ stellen. Davon ist nichts mehr übrig geblieben. Offenbar sind unsere Argumente so gut, dass es nun wieder gilt, der AfD kein Podium zu bieten und eben alle als Nazis zu diffamieren. Ein Nazi, was ist denn das eigentlich? Ist das ein alter weißer Mann? Ist ein Nazi jemand, der eine andere Meinung als Annette Kahane hat? Ist ein Nazi jemand, der nicht Land und Geld Deutschlands an illegale Immigranten verschenken will, die tausende Kilometer durch zig sichere Drittstaaten gereist sind und nicht schutzbedürftig sind? Sind das alles Nazis? Diese Altparteien leben in einem Universum intellektueller Vollverschleierung und die beklagen die Verrohung der Sprache, wenn ein Merz über uns sagt: Wenn ich was beitragen kann, dass dieses Gesindel wieder verschwindet, dann mache ich das. Das sind die Hetzer. Laschet will uns bis aufs Messer bekämpfen. Elmar Brock nennt die Werteunion ein Krebsgeschwür. Wanderwitz twittert über einen Kollegen, ein kranker Mann, zerfressen von Hass und Dummheit. Die AfD und der Kollege sind giftiger Abschaum. Das ist die Sprache des Hasses. Das sind die wahren Hetzer. Das muss mal hier ganz klargestellt werden. Nicht die AfD ist es, sondern diese Leute, die uns ohne Ende diffamieren. Und dann hören wir immer, man wolle sich entschieden gegen Hass und Hetze einsetzen. Ja, wie? Also kein Heute-Journal mehr? Keine Tagesthemen? Keine Nachrichten und Kommentare von ARD und ZDF-Chefredakteuren? Soll der linke Flügel des Bundestags kein Rederecht mehr erhalten? Nein, meine Damen und Herren, wir sind hier heute zu Aschermittwoch zusammengekommen
Und ich muss Ihnen sagen, man wünscht ja niemanden glühende Kohlen aufs Haupt. Die wären ja nun auch Mangelware. Greta seid Undank, die Kohlen. Sie könnten sich auch auf einigen schuldigen Scheiteln häufen. Die müssten eigentlich Asche auf ihr Haupt streuen. Und ich denke, nicht mit Lob und Preisen vom Ausland überhäuft sollte die Person von dannen gehen, sondern in Sack und Asche, die Deutschland und die alte CDU von Adenauer, Kohl und Strauß bis zur Unkenntlichkeit zerstört hat. Derzeit sehen wir, wie die jetzt noch mögliche schwarz-gelb-blaue Mehrheit im Bundestag, in Thüringen, tabuisiert und verfemt wird für das Hauptziel der diktaturgeschulten Kanzlerin. Denn ihr Ziel, Deutschland mit der zerstörten Union bereit zu machen für eine Mehrheit der neuen linken Einheitsfront, dieses Ziel ist nahe, liebe Freunde. Der Aschermittwoch gemahnt uns, dem ein Ende zu machen. Die Erfurter Demokratieverhinderung darf nicht Schule machen. Diese Demokratiezerstörung durch die Altparteien, dazu muss es ein Gegenmodell geben, eine Alternative für Deutschland. Deshalb Mut und Glück auf, Deutschland, Mut und Glück auf, du Land der Bayern. Setze ein Zeichen für die Beendigung der Herrschaft des Unrechts. Setze ein Zeichen an den Iden des März. Setzt das Erwachen in Gang. Befreit das Land, liebe Freunde. Ich danke euch. Gottfried Curio war das, der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Er weist eine Mitschuld der AfD an dem Anschlag in Hanau klar von sich. Der Fall werde instrumentalisiert von der, Zitat, Altparteienhetze, von den Altparteienhetzern. Wir wollen dazu ein paar Stimmen hier hören von der AfD. Wir haben ja gerade Herrn Curio gehört, der eine Mitschuld der AfD bei dem Anschlag in Hanau klar von sich weist. Aber haben wir nicht ein Problem mit rechter Gewalt in Deutschland nach dem Angriff auf die Synagoge und dem Mord an Walter Lübcke auch? Das sind aber keine AfD-Leute. Also es tut mir leid, aber wie man das der AfD zuschreiben kann, also da fehlt mir jeglicher Verstand. Ja, es gibt eine Umfrage, dass 60% der Deutschen sagen, die AfD hat insofern eine Mitschuld, als dass sie das politische Klima schafft für solche Taten. Ja, die trauen sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Und da reden sie dann so einen Scheiß. Das ist nun mal so. Man kann das ja verfolgen. Wir sind ja nicht blöd. Wir kommen aus dem Osten. Wir haben ja die ganze Scheiße miterlebt in der DDR. Wir haben ein bisschen mehr Grips und mehr Verstand. Wir sehen das ja. Wir sind schon, ich bin mein Leben lang politisch. Also. Jetzt gibt es aber in der AfD eine innerparteiliche Diskussion und Georg Paczterski, der Berliner Fraktionschef, sagt, die Grenze nach rechts außen muss jetzt klarer gezogen werden. Gehen Sie da mit? Würde ich schon zustimmen. Bei den Grünen ging es da genauso los. Das war ein Chaos ohne Ende und das wird sich in der AfD genauso auskristallisieren, dass die Normalen bleiben und die anderen müssen gehen. Anders kann es gar nicht sein. Wo würden Sie denn die Grenze ziehen, nach rechts außen? Nach rechts außen, in welcher Richtung denn? Naja, was Aussagen angeht, was Politik angeht. Naja, ich kann das jetzt nicht mit einzelnen Worten sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, was der Höcke gesagt hat. Ja gut, das ist halt extrem. Aber ist Mittel wie der Paczterski von Berlin, der ist ja vollkommen in Ordnung, der Mann. Also ich kann da nur mich anschließen. Und Herrn Höcke würden Sie ausschließen? Na, nicht ausschließen, aber der muss sich mäßigen. Das geht so nicht. Aber er hat im Publikum an sich gezogen durch seine Äußerung. Das ist das. Dann stehen Sie für den gemäßigten Flügel, würde ich jetzt mal raushören. Deswegen die Abschlussfrage zum CDU-Machtkampf. Da bringt sich ein Herr Merz in Stellung als möglicher CDU-Chef und Kanzler. Würde der Ihnen eine politische Heimat bieten, wenn es so käme? Im Prinzip ja, aber man muss ja schon mal abwarten, wie das hier geht, dieses Hickhack. Das ist der Hickhack. So etwas hat es in der CDU auch noch nie gegeben. Ja, soweit ein paar Stimmen hier beim politischen Aschermittwoch der AfD in Osterhofen. Und wir geben damit zurück nach Bonn.